Ich begrüße euch zu Part 5 von dem Let's Play Zombie. So, hier haben wir letztes Mal den Schnitt gemacht und an unserer Lagerstätte. Ich habe jetzt gerade offline schon mal alles vorbereitet. Ich bin bestens ausgerüstet. Ich habe nichts dabei, außer Knarre, Schläger und so eine Fackel. Und wir müssen jetzt zum Buckingham Palace. Und da machen wir uns jetzt auf den Weg hin. Die Wege sind ja alle hier schon bekannt. Jetzt mal ein bisschen langsamer laufen. Eine Ratte, noch eine Ratte. Ah, die haben wir aber mal geplündert. Ach, das ist mir jetzt auch direkt aufgefallen. Es ist einfach so, dass also Dinge, die man hier so plündert. Sekunde, ich suche gerade eine Ratte. Ja, da hinten sind sie. Dass Dinge, die man plündert, dass die, wenn man den Level verlässt und wieder betritt, dass die wieder da sind. Wenn die leer waren, waren die leer und Pech gehabt. So, ich denke, wir sind hier auf dem richtigen Weg. Weil wir hatten auch im letzten Part da Holzbretter jede Menge aus der Box rausgenommen, weil unser Survival-Ding schon wieder voll war. Alles wäre anders gekommen, hätte man auf John Dee gehört. Aber als er sah, was uns bevorsteht, war Elizabeth bereits tot. Und Jakob der Erste hatte nichts übrig für Propheten und Alchemisten. Er war so von schwarzer Magie besessen, dass er ein Buch über Dämonologie schrieb und Hexenjäger durchs Land schickte, um Hexen und Zauberer zu verbrennen. Die musste sich verstecken. Ach, diese Narren. Da lag jedenfalls massiv viel Holz. Damit hätte man eine ganze Baumhütte machen können. Ja, und sobald man den Level verlässt und wieder betritt, ist das weg. Schauen wir uns den Scheiß an. Entschuldigung. Die tollen Zeitungen. Ich zeige es euch nur kurz. Das war jetzt die dritte Zeitung. Und ihr könnt hier über Pause, könnt ihr das ja lesen. Das scrolle ich einmal runter, nur der Komplettheit halber. Weil das finde ich zu langweilig vom Vorlesen her. Und hält auch zu lange auf. Ich hatte auch mit jemandem im Facebook geschrieben, der sich mein Let's Play anguckt. Und der hat auch gesagt, renn doch mal ein bisschen schneller hier und da. Und da sage ich, also ich mache lieber langsam und in Ruhe, weil man darf in dem Spiel hier ja auch nicht kaputt gehen. So, und jetzt genießen wir mal wieder ein bisschen die Atmosphäre des Spiels auf gut Deutsch. Agent, halt mal dein Maul, sonst ist die Spannung weg. Batterien sparen. Hier ist aber nicht gerade sehr viel. Sieht nach dem Untergrund von London aus. Mächtig nach Untergrund. Jetzt ist wieder die Frage, Holzknüppel oder Knarre?
Boah, ey, Mann, ey. Da warte mal, wie wirre an der Ecke. Victoria Memorial im Green Park. Ich brauch so ein CCTV-Ding. Weil sonst. Haben wir keine Karte. Der Palace hat seine Vorzüge. Das ist nicht nur ein Gebäude, das ist eine Festung. Ein Hochsicherheitstrakt. Du kannst deinen Arsch verwetten, dass die jede Menge Waffen und Munition bunkert. Wow. Vor die Treppe runterfällt, direkt plündern. Okay, schon mal eine tolle Ecke für eine Falle hier. Ey, da steht doch ein Rucksack, oder? Ja, war wohl eher eine Pappe. Okay, da müssen wir hoch. Ah, von der anderen Seite werden wir wohl irgendwann kommen, weil dann werden wir wohl den Balken hier beheben müssen. Ich traue dem Braten hier nicht für 10 Cent. Als wenn ich es mir gedacht hätte. Da habe ich aber auch genau die richtige getroffen. Boah, fett. Ein Pistolenschuss. Pennt doch einer. Da kommen wir aber nicht hin, oder? Habe ich irgendwo was übersehen? Nö. Nope. Ey, sind die denn Meschugge? Macht die Gänge doch noch enger. Okay, da runter. Ach, und hier geht's zum Safe House. Wir gucken erstmal oben. Nee, hier gucken wir nicht. Gehen wir erstmal wieder nach unten. Da geht's, glaube ich, weiter. Ey, hätte ich den mal nicht gescannt. Jetzt macht mich dieses Ding hier total irre. Hier sind wir hergekommen. Da liegt schon wieder so ein Super-Zombie. Und hier können wir nicht raus, wegen dem Dietrich. Ich muss mir das hier einmal angucken. Ich vermute mal, hier wird es wie eine Art Abkürzung geben. Ja, man findet hier aber schon wesentlich weniger als. Als vorher. Cola-Dose habe ich da schon gesehen.
Ja. Ganz tolle Wurst. So, wir hätten eine Abkürzung, aber wir tragen ja nichts. Wir haben ja auch nichts gefunden. Mann, fuck. Und gleich irgendwann ist wieder mein ganzes Ding völlig gesprengt. Also wo das Haussymbol an der Tür außen ist, das ist immer gut. Also geht's weiter. Nach oben. Kann ich das Ding hier scannen? Nope. Es regnet, es regnet. Ach, die laufen hier auch oben. Ja, das ist natürlich toll, weil mein Umgebungsscanner wird die dann nicht finden. Ja, gucken wir mal. Ich fühle mich gar nicht wohl in diesem engen Gang. Ist ja doch gerade irgendwo lang gelaufen, oder? Und wieder sind da ganz viele Tiere. Ne, da hinten sind schon Zombies. Wollen wir den erst wegmatchen? Mach mal. Auch die Taschenlampe gar nicht. Ich kann ja mit dem Scanner genauso arbeiten. Also hier nochmal hoch. Aber wenn ich hier irgendwo runterspringe, dann muss es hier auch irgendwo einen Ausgang geben, ne? Ja, nämlich da. So weit waren wir noch nicht. Saft. Ein Energy Drink. Knüppel raus. Und du? Jetzt sag nicht, ich muss auf den warten. Steht hier um die Ecke. Lord.
Schön aufpassen. Ja, das meine ich nämlich. Wenn man zu schnell hier durchhuscht, dann hat... Ich habe das schon wieder eingehört. Da, da kommt er. Dann kriegt man hier gut was auf die Backen. Und ihr seht, die sind auch ganz schön schnell. Wie komme ich an dieses Ding dran? Muss ich von der anderen Seite in den Container? Das gucken wir jetzt noch, weil unsere Zeit ist leider um. Ich habe keine Ahnung, wie ich da dran komme. Ist mir auch egal, ist ein Objekt. Ist doof, aber es schüttet hier in Strömen. Wir werden pitschepatsche nass. Und das will ja keiner. Dann würde ich mal sagen, machen wir hier die Barrikade weg, solange es ruhig ist. Ja, und... Ey, gut, dass ich den gesehen habe. Alter, ey, wie will man denn da durchkommen ohne... Okay, liebe Freunde, hier im strömenden Regen, hier in den Container stellen wir uns rein. Und hier warten wir auf den nächsten Part. Mann, Mann, jetzt wird's wieder richtig spannend. Und ich habe schon wieder nur noch eine halbe Leiste. Ich bin da auch vorsichtig, damit ihr seht, das gibt ja gar nichts. Ich glaube, ich hole mal im nächsten Part besser die Knarre raus. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Supporten, für Daumen hoch, Daumen runter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Euer Agent Peanut.